blutigen Details, sobald ich mit Nemro gesprochen habe. Könnt ihr so lange warten? Das werde ich wohl müssen. Aber ihr habt mir nichts zu... Klinge, schön, dass ihr gekommen seid. Jedoch wollte ich Karels gerade sagen, dass ich nicht bleiben kann. Ich weiß, dass ihr das versteht. Das Mädchen ist nur schwer durchschaubar. Aber sie ist gut in dem, was sie tut. Das muss ich ihr lassen. Jawohl, schöne Grüße hier aus Star Wars The Old Republic mit dem Ameisenkönig und dem Halbam. Hallo. Bei Klassenquests ist das ja egal, wenn es abläuft, ne? Ja. Oh, ich hab Angst. Oh, gut, alles klar. Ja, wir sind hier in Nemros Palast. In der letzten Folge haben wir für Waffun die ganzen Kopfgeldjäger-Quests gemacht. Er hat jetzt Marco seine Gefährtin bekommen und jetzt sind wir hier für die Agenten-Quests. Und süß ist sie ja auch. Außerdem ist sie ein heißer Feger, findet ihr nicht? Ich versuche nicht darauf zu achten. Ich möchte keins meiner Körperteile verlieren. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr hier seid. Diese Explosionen im Rostlager... Ihr wisst nicht zufällig etwas darüber? Tja, ich habe auch einen Knall gehört. Irgendwas ist in die Luft geflogen, mehr weiß ich auch nicht. Stimmt das? Den Berichten nach sind Fatras Gasminen zerstört worden. Der halbe Swash-Gaseinschluss ist kollabiert. Das sind gute Neuigkeiten, Klinge. Wie immer es auch passiert ist. Da Fatras Minen in Trümmern liegen, können wir die Produktion erhöhen. Fatra wird sicher Rache üben wollen, aber wir werden vorbereitet sein. Ich habe etwas für euch. Ihr werdet es mögen. Ich werde es euch in euer Zimmer schicken. Das war gute Arbeit. Ihr habt euch mehr als nur Credits verdient. Das erinnert mich an etwas. Wie lange wollt ihr auf Hutta bleiben? Tja. Nur für kurze Zeit. Nicht mehr lange, wenn alles nach Plan läuft. Also, wenn ihr in ein paar Wochen noch hier seid, würde ich euch gerne meine Söhne vorstellen. Dann kommen sie von einer Handelsreise zurück. Und ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Denkt darüber nach. Mir sage ich gar nicht. Und ich will euch nicht länger aufhalten. Ihr habt sicher noch etwas anderes zu tun. Was ist mit seinen Söhnen? Will er mich jetzt mit denen verkuppeln oder was? Das wäre auch schön. Ich verstehe. Nee, der hat einfach nur immer so von seinen Söhnen geschwärmt, dass sie so ein bisschen das Wichtigste sind. Bla. Und ja, was soll ich denn mit denen machen? Du bist Teil der Familie. Er will dich zwangsadoptieren. Ich bin Pirat! Arr! Lasst mich in Ruhe. Arr. Oh, je, je. Dann, er hat gesagt, er schickt dir was aufs Zimmer. Also mal gucken, was das ist. Mal gucken, was ich jetzt bekomme. Ich hoffe mal, irgendwie so eine Tänzerin. Oh, geile. Eine geile Sau. Vielleicht regnet sich jetzt auch nackt Kalio. Na los, Lunti. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Zu spät. Hallo, ihr müsst die Klinge sein. Ach so, was ist denn hier los? Wollt ihr mir erklären, wieso ihr in meinem Zimmer seid? Nun ja, zuallererst werden wir gut bezahlt. Lunti hier installierte gerade ein Abhörgerät, bevor ihr dazwischen kamt. Jemand will wissen, was ihr vorhabt, aber der Plan ist jetzt wohl hinfällig. Sehr gut, dass ich mir auch alles verrät, danke. Finde ich echt immer sehr zuvorkommend, ja. Tja, ach ja? In Ordnung, also was ist der neue Plan? Euch zu töten ist der neue Plan. Tut mir leid. Ihr seid ja so geil. Ihr seid ja so geil. Erstmal wollt ihr mich abhören und dann verkackt ihr den Job und wollt mich töten und verkackt ihn genauso. Das ist so scheiße. Glaube, da ist was putt gegangen gerade. Ja, oh, ein bisschen. Ich habe aus Versehen eine Rakete auf den Boden geschossen und jetzt liegen da Einzelteile. Naja, nicht schlimm. Passiert öfter hier. Was haben wir denn hier so für ein schönes Geschenk? Messer des Hutterverbrechers. Kann ich das gebrauchen? Es ist deine Offhand, ne? Messer. Ach so, okay, alles klar. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich benutzbar ist oder ob das gerade nur ein Quest-Item war. Nee, kann ich benutzen. Das ist dann diese Fähigkeit, Klappmesser dann, oder was? Ja, genau. Also die wird. Also ich weiß gar nicht, ob die darüber berechnet wird oder über den Haupthandwaffenwert glaub eigentlich abgewandelt. Nicht. Aber auf jeden Fall ist das das, was du halt in der Offhand hast, anders als zum Beispiel der... Also der Schurke hat eine Scattergun, ich weiß gar nicht, was der Revo hat, hat er auch eine Scattergun, die er nur nie benutzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, weiß ich auch nicht. Okay. Ach, nee, der hat einen zweiten Revolver, ich Vogel. Ah. Wie ich höre, läuft Nemros Schwarzgasproduktion wieder plangemäß, Agent. Ausgezeichnete Arbeit. Wenn ihr so weitermacht, lockert Darth Yadus vielleicht seinen Kontrollgriff.
Ich fürchte aber, dass uns unvorhergesehene Umstände ein Problem verursacht haben. Die toten Typen da hinten? Meint ihr die Leute, die in mein Zimmer eingebrochen sind? Nein, dabei handelt es sich um eine andere Sache, die ihr besser im Auge behaltet. Aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Vor 3 Tagen trafen Karels Jarvis Söhne auf einen Sith-Schüler im imperialen Raum. Es kam zu einem Streit, bei dem ein Sohn getötet und der andere verkrüppelt wurde. Wenn Karels hört, dass sein Sohn von einem Sith getötet wurde, wird er seine Sympathie gegenüber dem Imperium schnell ablegen. Wir können ihn nicht länger benutzen, um an Nemro heranzukommen. Oh, der Sith hat alles verdorben. Verdammt nochmal. Wir machen hier die gute Arbeit und der Sith meint, er hätte die dicksten Eier und würde mal mir so ein paar Leute abschlachten können. Sith halt. Scheiße. Ich hörte, es war Vardonos. Das ist eine Geheimdienstoperation. Sith halten sich aus unserer Arbeit besser heraus. Die Sith tun, was sie wollen. Wir haben keine Kontrolle über sie und wir können nicht über sie richten. Das bedeutet nicht, dass sie recht haben oder dass wir ihnen bedingungslos gehorchen müssen. Dabei müssen wir aber mit Bedacht vorgehen. Wir müssen den richtigen Moment abwarten. Doch ich habe einen Plan, um dieses Problem zu lösen. Aber zuerst muss Karels aus dem Weg geräumt werden. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich fand ihn eigentlich ziemlich süß. Ich stelle ihn meine Söhne vor. Seid ihr sicher, dass das nötig ist? Es ist bedauerlich, aber einen anderen Weg gibt es nicht. Ich schicke euch einen Computerstift mit einem Störprogramm. Begebt euch in Karels Gemächer und aktiviert den Computerstift, um seine Überwachungsmonitore auszuschalten. Dann könnt ihr Karels und seine Leibwächter eliminieren, ohne dabei gesehen zu werden. Sobald Nemros Leute die Sache untersuchen, werden sie das Störprogramm als republikanische Technologie identifizieren. Aha. Und wozu das Ganze? Also geben wir der Republik die Schuld an der Ermordung von Karels Jarvis. Warum? Ein Schritt nach dem anderen, Agent. Tod Larsen, Nemros Twi'lek-Berater rechnet bereits damit, dass Fatra Vergeltung für die Zerstörung seiner Minen übt. Wir müssen es so aussehen lassen, als ob die Republik Fatra geholfen hätte, Karels zu töten. Sobald Karels aus dem Weg ist, sprecht mit Tod Larsen über seinen Verdacht. Als Karels Freund werdet ihr ihm versprechen, alles zu tun, um die Attentäter zu finden. Das nimmt mir doch keiner ab, ey. Hallo? Klingt viel zu offensichtlich. Tod Larsen traut mir nicht auf sehr. Das wird sich nicht ändern, nur weil Karels tot ist. Vielleicht nicht, aber wir müssen all unsere Figuren für das Endspiel in Position bringen. Jetzt begebt euch erst einmal in Karels Gemächer und setzt den Computerstift ein. Wir reden weiter, sobald Karels tot ist und Tod Larsen die Republik verdächtigt. Aufseher, Ende. Sehr interessanter Plan, ja, ob der so hinaus. Ja. Oh, Kratz. Was? Kratz sprach es. Was? Alles gut. Was? Wie heißt das? Herzlichen Glückwunsch, Freund. Danke schön. Endlich, du sprichst in Deutsch. Deutsch, gute Sprache. Sehr gut. MMO-Jargon Nazi. Das ist unfassbar. Man kann auch normale Sprachen benutzen. So, komm, hacken wir mal den Computer. So. Jetzt ist mal hier die Leibwache metzeln. Warte mal, ich gehe irgendwie falsch hier. So. Ach, hallo, ihr seid ja das hier schon. Wer steht denn hier vor mir? Alles klar. So. Karel, tut mir leid. Ich hätte so gerne eine Söhne kennengelernt. Was geht hier vor sich? Glaubt ihr, ihr könntet so einfach die Seiten wechseln? Verdammt sollt ihr sein! Es ging nicht anders. Tut mir leid, Karels. Es ist nichts Persönliches. Ich verstehe das nicht. Ich habe euch geholfen, euch vertraut. Und jetzt bringt ihr meine Männer um und bedroht mich mit einer Waffe? Aber das spielt wohl keine Rolle mehr. Dann lasst es uns hinter uns bringen. Ihr und ich, Klinge. Der junge Halssporn gegen den alten Bandenanführer. Tja, tut mir leid, dass es so weit kommen musste, aber fürs Imperium tut mir auch echt leid. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ihr habt etwas Besseres verdient. Glaubt ihr, ihr werdet das erste Stück Abschaum, das mich töten will? Ich habe schon gegen Schläger auf Tegunas Straßen gekämpft, als ich halb so alt war wie ihr. Mit euch kann ich es aufnehmen. Na, tut mir so leid, der Opa. Schlechter Zeitpunkt. Und gib ihm. Und gib ihm. Und weg mit dir. Ja.
Also, wir müssen jetzt am Anfang bei unseren ersten Missionen, glaube ich, schon ein bisschen was fürs Imperium tun. Wenn wir jetzt irgendwie gesagt hätten, dass ich verstecken soll, hätte wahrscheinlich irgendwann irgendwer gesagt, hey, du hast ihn damals nicht getötet. Tun wir dann einen Bericht reinschreiben, dann wäre meine Karriere vorbei. Also, ja, genau, gerade vor allem, wenn dann wenn ihr die Republik dafür verantwortlich machen wollt, das könnte irgendwann richtig nach hinten gehen. Wenn ja, Nemo dann rauskriegt, dass alles nur manipuliert war, uiuiui. Wenn wir mit Nemo nachher noch was zu tun haben, dann ja. Was? Ach, du musst wieder zur Nemo direkt rein. Ja. Und mit Totla 10, mit dem anderen muss ich jetzt reden, mit dem Twi'lek. Ja, genau. Scheiße, jetzt müssen wir den überzeugen. Verdammt normal, ich muss ja doppelte Arbeit leisten, der Mart. Krieg ich dafür doppelt Geld hoffentlich? Ja, aber feuchten Händedruck. Oh Gott. Piti do tenyago kaka jujo, da biska ku paliya. Tiniska chenaga la nin chikos pa inikudade. Nujan di jawa, joto ge guanga joska. Chakita huta, kunta chuta, kasuya li kulira, kanki kung. Hey Kumpel, nein, was ist geschehen? Wovon sprecht ihr? Karels ist tot? Manchi do ti puna puna, kabuk nuni slemo. Kabano tase makipuna, mali tuta od mishka. Piti do tenya go kaka jujo, da biska ku paliya. Oh, sehr geil. Ich bin dabei. Ich werde tun, was nötig ist, damit die Mörder ihre gerechte Strafe erhalten. Mana matota jispa micho. Pliska taka, ya yoska ukle yuga chesko pukuta. Inga inga kijita, nimni tanuv, alelo kwekuta. Kunta chuta, kasu yali kulira, kanki kung. Oka kiza spida perupa, gadwa shiniko higa danulia. Alles klar, machen wir. Ich kümmere mich darum. Könnte allerdings etwas dauern. Patoga wata kiko. Das hat so ein Ecke geguckt, als würde sich dein Charakter wundern, wo die gerade die Musik herkommt. Tonka yiliska chanaga. Das stimmt wohl. Wo ist denn die Musik jetzt hergekommen? Jetzt nochmal kurz, kurz zurück. Kurz mal zurück in mein Quartier. Ich hoffe mal, da kriege ich dann auch meine neue Gefährtin vielleicht. Ja, die lehnte ja gerade auch schon neugierig im Hintergrund. Hm. Schauen wir mal, ob das was bringt. Die Olle. Ups. Und Kleines zum Kuscheln. Hier habt ihr euch also versteckt. Nett. Ist das Blut auf dem Boden frisch oder war das im Zimmerpreis inbegriffen? Aber hallo. Genau, was ich immer wollte. Ein hübsches Mädchen, das zu Hause auf mich wartet. Nett. Aber deswegen bin ich nicht hier. Zumindest diesmal nicht. Ihr wart überall in der Stadt, habt einen ziemlichen Leichenberg hinterlassen. Und ich weiß, was ihr mit Karels gemacht habt. Ihr seid auf etwas Größeres aus als Nemro. Ich bin nicht sicher, was es ist. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber ich will dabei sein. Ah, ihr seid verwirrt, glaube ich. Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Ich bin eine Frau mit Ambitionen und ich will nur meinen Anteil. Denkt darüber nach und denkt an das, was ich noch für euch tun könnte. Erlaubt mir zu antworten. Und was ist das jetzt? Wir wissen, wer ihr seid, Kalio Janis, und wir sind bereit, euch ein Angebot zu machen. Ich bin der Aufseher. Ich repräsentiere den imperialen Geheimdienst sowie mein Agent hier. Wir wissen von euren Aktivitäten auf Ratatak, Ord Mantell und Brenthal 4 sowie euren Zugehörigkeiten. Eure Fähigkeiten sind nützlich und wir sind bereit, euch bei uns aufzunehmen. Ihr würdet eine fürstlich bezahlte Dienerin des Imperiums. Ich habe schon schlechtere Angebote bekommen. Was meint ihr, Agent? Wollt ihr mich auf eurer Seite?
Ich sehe Potenzial. Ihr könntet von Wert für uns sein. Ich werde nicht widersprechen. Ich wollte mich eh verbessern. Also bin ich auf eurer Seite, solange ihr in dem Geschäft durchhaltet. Ich bin dabei. Aber nennt mich noch einmal Dienerin des Imperiums und ich schlage euch die Zähne ein. Charmant. Wir werden die Einzelheiten später besprechen. Und was euch betrifft, Agent, Todd Larsen ist davon überzeugt, dass Fatra, der Hutter, eine große Bedrohung fürs Geschäft ist. Gut gemacht. Jetzt müssen wir Todd Larsen Beweise liefern, dass Fatra von der Republik unterstützt wird. Der erste Schritt ist das Beschaffen einer Holodisk aus Fatras Palast. Die Disk enthält Holo-Aufzeichnungen von Fatras gesamten Geschäften. Der Hutte ist paranoider, als gut für ihn ist. Ihr werdet in sein Archiv einbrechen müssen, um sie zu bekommen. Dazu werden die Sicherheitscodes der Palastwachen nötig sein. Wie ihr schon sagtet, ein paranoider Hutte. Zur Kenntnis genommen. Sobald ihr das Archiv erreicht, benutzt diesen Computerstift, um die Holodisk zu verändern, damit sie Treffen zwischen Fatra und republikanischen Offizieren dokumentiert. Bringt die Fälschung dann zu Todd Larsen. Ein Kinderspiel. Eine Kleinigkeit im Vergleich zu meinen anderen Aufträgen. Wenn Todd Larsen überzeugt ist, dass seine Feinde Verbündete der Galaktischen Republik sind, dann wird er uns ohne Zweifel um Hilfe ersuchen. Wir sind im Endspiel. Kallio wird euch auf dieser Mission begleiten und unter eurem Kommando dienen. Als ich das letzte Mal in Fatras Palast war, hatte ich so viele Aufputscher-Intus, dass ich mich eine Woche nicht beruhigen konnte. Das sollte unterhaltsam werden. Was meint sie denn damit? Kallio. Was hat sie denn damit für Probleme? Oh, wir gucken uns mal hier. Ja, die hat sich so voller Drogen gepumpt, um da drin zu überleben. Die sehen ja alle so kacke aus, Anpassung für sie. Ich weiß gar nicht mehr. Es gibt eine, wo so ein Streifen quer übers Auge geht. Den fand ich ganz cool. Ja, der ist okay. Standard. Nee, ich glaube, ich finde so, wie sie jetzt ausschaut, besser. Oder? Warte mal, kann ich sie denn näher betrachten? Komm her, du. Die läuft immer weg von mir. Die hat Angst vor mir. Ich kann es ein bisschen, ja, ansonsten halt in Ego-Perspektive reinscrollen, wa? Na, warte, schauen wir uns nochmal an. Ja, ich glaube, ohne Ohrringe sieht sie, oder? Naja, komm, das kann sie schon behalten. Nee. Das kann schon so bleiben. Alles klar. Geil, Stufe 13 bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Danke schön. So, endlich 13. Endlich 13. Jetzt, in dem Jahr bin ich strafmündig. Ja, genau. So, wer will auch ganz zufällig, dass wir zu Fafra reinmarschieren? Wie kommt denn sowas? Ganz zufällig. Hey, ihr da! Ihr arbeitet doch für Nemro, oder? Ich sehe euch jedenfalls oft genug bei ihm rein und raus spazieren. Also habe ich recht oder nicht? Arbeitet ihr für den Großen? Der spricht so unglaublich viele Charaktere, das ist unfassbar. Ja. Ja. Das tue ich. Ich heiße Urgreg. Ihr habt vielleicht schon von Nemros kleiner Tierschau in den Bestienpferchen ganz unten gehört. Ich bin der Typ, der die Pferche gefüllt hält. Vielleicht seid ihr an einem kleinen Geschäft interessiert. Helft mir. Helft Nemro. Helft euch dabei selbst ein bisschen. Aber dazu braucht es Kraft. Und euch. Was hat das mit mir zu tun? Der Große will einen Rancor. Alle wichtigen Hutten haben einen. Nemro will einen. Ihr bringt ihm einen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ein Rancor? Wie soll jemand einen Rancor in die Falle locken? 7 Meter groß und kann einen mit einem Bissen verschlingen? Aber keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Alle großen Hutten haben einen. Ich habe keine Angst vor Herausforderungen. Dann seid ihr perfekt für den Auftrag. Fatras wertloser Bestien Zähmer hat bereits ein Rancor-Ei. Wir können nicht zulassen, dass dieses Ei ausgebrütet wird und Fatra vor Nemro einen ausgewachsenen Rancor hat. Ich brauche jemanden, der das Ei stiehlt und die Eier seiner anderen Tiere zerstört. Jemand, der diesem Bestienzähmer eine Lektion erteilt. Könnt ihr das? Klar. Ich schlage nie eine Gelegenheit aus, bei der ich bezahlt werde. Toll. Ich wusste, ihr würdet darauf eingehen. Ihr habt dieses vielversprechende Funkeln in den Augen. Ihr solltet nur eines noch wissen. Das Ei ist ganz hinten in Fatras Bestienpferchen. Das bedeutet, ihr müsst ein bisschen kämpfen, um es zu erlangen. Aber das kriegt ihr hin, oder? Viel Glück!
ein bisschen kämpfen. Hast schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das ist wahrscheinlich besser so. Sehr gut, sehr gut. Na dann, ich meine, müssen wir rüber nach Fathras Palast nehmen. Wie heißt das? Speedpunkt Rostlagergleiter. Da haben wir eh noch was abzugeben von unserer Zerstörungswut. Was ist los? Das war denn das? Einmal die Geschichte mit diesen aufzuladenden Energiezellen und das andere mit dem befreiten Schmuggler, glaube ich. Ne? Sollen wir die noch eben abgeben oder was? Oh, lass uns schon mal rüberflitzen und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's dann da weiter. Dann bis dahin. Bleibt frostig. Alles klar. Tschüss.